Hey, ihr lieben Mario Kart Freunde und willkommen zu der finalen Welle von Mario Kart 8, den Booster Streckenpass. Ich habe ultra Bock und ich würde sagen, wir gehen direkt rein, machen 150 CCM und auf jeden Fall seht ihr schon, es gibt vier neue Charaktere. Diddy Kong, richtig geil, dann den Crazy Funky Kong, auch ein ultra geiler Charakter, dann Pauline, bei den Mies gibt es auch was Neues, wie es aussieht, und auch Peachette, keine Ahnung, wo die kommt. Ich glaube, die ist von Mario Kart Tour, oder? Hier dürfte es auch irgendwas Neues geben. Ah, es gibt neue Kostüme. Delfin, okay, das ist eigentlich relativ uninteressant für mich, sage ich mal. Okay, auf jeden Fall würde ich sagen, ich spiele auf jeden Fall direkt mit Funky Kong. Richtig Bock auf den. Wir haben auf jeden Fall zwei neue Cups. Einmal den Eichel Cup mit Rom Rambazamba von Mario Kart Tour. Dann Donkey Kongs Berggang von Nintendo GameCube von Mario Kart Double Dash. Einer meiner absoluten Lieblingsstrecken. Dann Daisy's Piste von Mario Kart Wii. Und eine ganz neue Piranha-Pflanze. Sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr geil aus. Dann haben wir den Stachel-Cup mit Startrandfahrt Madrid von Tour. Rosalinas Eisblend habe ich schon gehört, soll auch sehr geil sein. Dann die alte Bowser's Festungsstrecke von SNES. Auch sehr, sehr heftig. Und dann die Regenbogen-Bulliver von Mario Kart. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall als erster den Eichel-Cup. Und ich habe so Bock auf Donkey Kongs Bergland. So, dann haben wir auf jeden Fall die nächste Tourstrecke, Rom Rambazamba. Sieht auch wieder sehr, sehr interessant aus. Ja, die Tourstrecken sind immer ein bisschen schwierig zu bewerten, weil die echt sehr unterschiedlich gut sind und schlecht, finde ich. Bin gespannt, wie uns die hier überzeugen wird. Ja, das ist einfach so geil, dass man hier mit Crazy Funky zocken kann. Die Strecke sieht auf jeden Fall schon wieder sehr, sehr krank aus auf der rechten Seite. Der Verlauf hier. Okay. Oh mein Gott, die Stimme von Funky ist so geil. Ich habe schon länger nicht mehr Mario Kart gezockt tatsächlich. Da kann man anscheinend durchfahren mit einem Pilz. Perfekt. Ja, es sieht tatsächlich irgendwie... Man hat so das Gefühl, man hat das schon alles gesehen irgendwie. Ich bin gespannt, wie sich jetzt die Strecke verändern wird. Die Steuerung von Funky Kong ist ja ultra merkwürdig. Ach, der Blaue schon wieder. Oh mein... Hä? Also die Bots haben sie ja ultra... gedrosselt, oder? Die sind ja sowas von verdammt langsam geworden. Oh mein Gott! Ja, ist irgendwie eine Mischung aus allem. Also irgendwie hat man das schon gesehen, alles. War sehr schwierig zu bewerten. Ich muss ehrlich sagen, aktuell finde ich die Strecke jetzt gar nicht so spektakulär. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, jetzt geht's da rein. Oder es sind diese Kettenhunde. Jo, genau. Die Ding geht genau vorbei. Das war eine geile Idee mit den Kettenhunden da. In diesem Kolosseum war das, glaube ich. Eine Art Kolosseum. Ja, die Strecke, muss ich ehrlich sagen, die ist jetzt nicht schlecht, aber sie haut mich definitiv nicht um. Naja, also da hatten wir tatsächlich schon bessere Tourstrecken. Sie war jetzt nicht schlecht, aber da gab es echt schon bessere. Aber irgendwie so das Gefühl gehabt, man hat schon irgendwie alles gesehen von allem irgendwie. So eine Mischung aus allem. Oh mein Gott, Leute, da ist sie. Donkey Kongs Bergland. Ach, die sieht so, das ist so eine geile Strecke. Finde ich ja tatsächlich eine der besten Mario Kart Strecken all time. Boah, der Anfang alleine, wenn man den Berg hochfährt. Und die Brücke ist auch neu, oder? War das damals schon so? Oh, die Musik ist auch ein bisschen neu, der Remix. Oh, die Kanone.
Boah, der Vulkan sieht auf jeden Fall sehr krass überarbeitet aus. Boah, die Musik. Da haben sie sich echt viel Mühe gegeben. Oh! Ja, schade, das ist auf jeden Fall, der Dino-Dino-Dschungel, der war angeblich auch sehr lange geleakt, aber der hat es anscheinend leider nicht reingeschafft. Vielleicht dann in Mario Kart 9. Kann man da jumpen? Jawohl. Kann man. Ja, eine sehr, sehr geile Strecke. Oh mein Gott, die Bombe! Was war das denn? Yo, ich kann das gar nicht abwehren. Ich hätte mir vielleicht die Charaktersets ein bisschen ansehen sollen. Auf jeden Fall die hier raus, die Zweierbox. Ja, eine sehr geile Strecke, wie gesagt. Die wird echt nie langweilig. Ist aber tatsächlich auch eine sehr große Strecke. Das oben da, das Donkey Kong Kanone, ist auch sehr, sehr geil. Bombe war sehr gewastet. Wir haben so einen krassen Vorsprung. Oh mein Gott! Der Funk geht mit dem Surfbrett. Ja, die Felsen sind auf jeden Fall deutlich ungefährlicher gemacht worden. Einmal kurz abbremsen. Und dann kommt man noch gut um die Kurve. Ja, wie gesagt, eine sehr lange Strecke, aber sie ist wirklich ultra geil. Sehr nice. Gehen wir auf jeden Fall in die dritte Strecke rein. Oh, die Daisy's Piste. An die kann ich mich kaum noch erinnern. Ich glaube, die war damals im Blumencup. Bilde ich mir ein bei Mario Kart Wii damals. Aber es ist schon so ewig lange her, dass ich das gespielt habe. Oh mein Gott! Oh, wir treffen unseren Rivalen. Oder unseren Kollegen, besser gesagt. Mein Gott, ich kann mich gar nicht erinnern an diese Strecke da. Oh mein Gott. Oh, der hat einen Treffer gemacht, der Metal Mario. Oh mein... What the fuck, was war das denn? Daisy Candy, okay. Die Strecke ist aber... Wenn man ehrlich ist, ist die jetzt auch nicht so special. Ist auf jeden Fall cool mit Baby Daisy und Baby Luigi auf jeden Fall. Mein Gott, der Blaue kommt schon wieder. Auf jeden Fall muss ich ja sagen, finde ich jetzt persönlich Daisy viel geiler als wie Peach. Das ist nur meine persönliche Meinung. Oh, wieder ein Treffer, nice. Oh. Ja, die Strecke ist wirklich... Die habe ich ganz anders in Erinnerung, aber...
ist wirklich nichts Besonderes. Ist auch extrem kurz irgendwie. Oh, komm! Oh nein, ich schaff nicht. Ich werde nicht mehr Erster, oder? Komm! Drift, der Drift war wichtig und ich habe nicht das Ding getroffen. Oh, jetzt kommt's drauf an. Didi macht nicht die bessere Kurve, aber ich und... Puh, das war sehr close. Aber die Strecke, wie gesagt, also die ist jetzt auch nicht so der Burner gewesen. Hätte ich komplett vergessen, was die letzte Strecke war, lol. Oh, die neue Piranha Pflanzenbucht. Die sieht aber sehr geil aus. Eine ganz neue Strecke auf jeden Fall. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aus. Wie die Toads da rumschwimmen. Ach du Scheiße, sag mal die Karte an rechts. Was ist das denn? Okay. Oh mein Gott. Oder alles so komplett. Oh, 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 oh. Der Treffer war ganz bad. Das ist aber auch eine Strecke, die was sich, glaube ich, immer verändert, oder? Das ist aber tatsächlich auch sehr geil. So ein Korallenriff. Oh, perfekt. Ich glaube, dass sich die verändert, oder? Oh, oder doch nicht. Oh doch, sie verändert sich. Es ist die erste neue Strecke, die was sich komplett verändert, oder? Oh. Ich glaube, das ist tatsächlich die erste ganz neue Strecke, die was sich verändert seit dem Booster-Strecken-Boss. Wenn ich mich da nicht komplett irre. Ey, die ist aber echt nice, die Strecke. Solche Wumps. Boah. Zweite Runde. Hey, nee, die Strecke ist schon geil. Oh, jetzt geht's hier rein direkt. Oh, 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 oh. Nein! Oh! Ja, was soll ich denn dagegen tun? Jo, jetzt werde ich komplett hier. Komplett rangenommen. Ja, genau! Ey, das kann nicht sein, dass der Blaue einen immer so weghaut. Das kann's nicht sein. Ah, der hat mich auch fast getroffen. Ja, genau! Ich hätte komplett rangenommen hier. Das kann's nicht sein, Mann. Oh, aber da können wir nochmal aufholen hier. Aber das wird nicht mehr gut ausgehen für uns. Vielleicht können wir da noch was rausholen. Nee, das wird's gewesen sein. Ey, was war das denn? Oh mein Gott. Aber wir haben auf jeden Fall locker gewonnen, aber das war auf jeden Fall nix. Alter, wir sind wieder rangenommen worden in der letzten Runde. Ist ja ultra krank. Und hier haben auf jeden Fall nochmal die Highlights. Ja, die letzte Strecke war, wie gesagt, auch sehr, sehr fett. Aber leider haben wir bei der letzten Strecke echt reingeschissen. Wir haben so ein krasses Pech gehabt. Das war's dann auf jeden Fall mit diesem Part, Freunde. Ich würde sagen, wir machen im nächsten Mal weiter. Bleibt gespannt. Dann machen wir für den letzten Cup, den Stachel Cup. Bleibt gespannt. Bis dann und ciao, ciao.